Hallo liebe Fußballfreunde, ja, wir müssen jetzt in der Phase auch so ein bisschen an die Verträge rangehen und der erste Vertrag, der hier verlängert werden soll, ist der von Robert Berger. Er hat bis jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt, ist schon seit 2020 hier, 32 Ligaspiele durfte er bestreiten, aber ich brauche ihn als Update und wenn es auch vielleicht für die zweite Mannschaft ist, brauchen wir ihn. So dass wir jetzt hier rangehen und mal versuchen, ihn zu halten. Wir sehen auch, wir müssen hier auch an eine gewisse Schmerzgrenze gehen. Das wird uns alles nicht so leicht fallen und eventuell müssen wir auch ein paar Spiele abgeben. Wir werden sehen. So, er ist ja so ein bisschen, ja, Anfang der Saison so ein bisschen außer Tritt geraten. Trotzdem wollten wir ein Zeichen setzen für Poyampalo. Er ist nach wie vor ein Stürmer für uns, der gerade in der Klasse wichtig sein wird und wir wollten ihm ein Zeichen geben, dass wir weiterhin an ihn glauben. Er ist jetzt seit 2021 bei uns, hat in der Zeit 28 Ligaspiele bestritten und 23 Tore. Das ist eigentlich eine recht gute Quote und da sein Vertrag jetzt nur noch bis 24 läuft, wollten wir ihm jetzt ein Zeichen setzen und deswegen versuchen wir ihn zu halten. Also ein Angebot liegt jetzt vor. Bei der Personalie habe ich lange überlegt. Ich habe mich dann auch mit den Vereinsvorsitzenden ausgetauscht, habe mich auch ein bisschen mit den Fans im Verein ausgetauscht. Und meine Überlegung war, er kommt jetzt langsam ins Alter, dass ich gedacht habe, vielleicht wollte er nochmal wohin gehen. Aber ein Gespräch mit ihm hat mir dann auch gezeigt, nein, er ist jemand, der diese Beständigkeit braucht. Er braucht auch ein Zeichen, habe ich mir gedacht. Und deswegen haben wir jetzt auch die Verhandlungen begonnen mit Ronny Marcos. Ja. Weitere 3 Jahre ihn zu besseren Konditionen hier zu verlängern. Er ist seit 2011 im Verein. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wir sind jetzt im Jahre 2022. Das ist also schon eine verdammt lange Zeit. 331 Ligaspiele hat er dabei bestritten und 46 wirklich sehr wichtige Tore geschossen und ja, sein Vertrag würde dann auch 24 auslaufen, deswegen jetzt auch hier das Zeichen an Ronny Marcos. Dann habe ich natürlich überlegt, wer könnte hinter Ronny Marcos vielleicht derjenige sein, der in der nächsten Zeit so in diese Fußstapfen rein passen würde. Und da habe ich an Ole Fleck gedacht und deswegen, weil sein Vertrag würde auch 24 auslaufen, habe ich gedacht, wenn ich schon Ronny Marcos jetzt verlängere, dann will ich auch seinen vielleicht potenziellen Nachfolger auch ein Zeichen setzen. Ole Fleck hat also jetzt auch ein Angebot von mir vorliegen. 4 Jahre zu leicht verbesserten Konditionen habe ich jetzt hier versucht, ihm ein Angebot zu machen. Er ist seit 2018 ist er beim FC Hansa Rostock. Also ist schon in der Jugend gewesen und bestritt insgesamt 42 Ligaspiele für die Rostocker. Sein aktueller Vertrag läuft noch bisher zum Jahr 2024. Ich hoffe, ich kann ihn gewinnen für uns weiterhin zu spielen. So, jetzt kriege ich hier gerade den Hinweis von dem Berater. Ja, ich habe ihm natürlich Rolle in der Mannschaft. Du wirst in der Regel spielen. Da kriege ich ihn wahrscheinlich nicht mit. Ja, und der will wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Geld. Also wir müssen noch was machen. Also, du bist Stammspieler, sage ich ihm jetzt. Das lassen wir jetzt mal alles. Ja doch, wir machen ihn zum Kapitän. Doch, er ist ein Führungsspieler. Dann werden wir ihm jetzt hier mal ein ordentliches Paket schnüren. 1 Million Handgeld kriegt er jetzt. Und dann werden wir 5,5 Millionen werden wir ihm geben. Und eine jährliche Erhöhung von 5% will er noch haben. Na gut. Und eine Option will er auch noch haben für ein Jahr. Ja, wir müssen so ein bisschen darauf eingehen. Na gut, dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Also sagen wir mal 4, 5. Sollte es dann sein. Okay, dann schauen wir mal, ob es ihm reicht. Ja, und sein potenzieller Nachfolger dachte sich, wenn ich schon hier, dann will er auch was. Okay, dann müssen wir hier gucken. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Wir werden ihm jetzt auch etwas Handgeld geben.
machen wir mal 30.000 und dann werde ich ihm eine jährliche Erhöhung von ebenfalls 5% dazugeben. Werde die Meisterprämie noch ein bisschen anheben und werde ihm jetzt hier auch ein bisschen mehr Geld zugestehen. Ja, das müssen wir einfach machen. Wenn er schon bei so einem Top-Club spielt, na, wollen wir hoffen, dass es reicht. Ja, und da kommt die erste Meldung vom Kicker rein. Vertragsverlängerung soll schnell erfolgen. Der FC Hansa Rostock hat bei seinem Vertragsangebot für Ronny Marcus noch einmal nachgelegt. Der Spieler soll damit für weitere 3 Jahre an den Verein gebunden werden. Dem Vernehmen nach soll sich dabei das Gehalt von Ronny Marcus gegenüber seinen aktuellen Bezügen um 30% erhöhen. Ja, das hat er jetzt auch verdient. Ich meine, er ist jetzt ein Spieler, der einen ganz großen Anteil daran hat, dass wir da stehen, wo wir jetzt sind. Ne? Er ist aus der dritten Liga, ist ja mit uns den Weg gegangen und es wäre jetzt unfair ihm gegenüber, da höhere Gehaltsansprüche. Ich meine, wenn ein Kevin Prince Boateng schon so viel verdient, dann müssen wir ihm das hier schon längst mal zukommen lassen. Prince Boateng, das ist schade, dass wir jetzt da noch so einen Spieler haben, der so viel Gehalt bezieht und im Moment leider nicht eingesetzt wird. Das ist natürlich schade, aber ich denke, seine Zeit wird noch kommen. Ja, und hier hoffen wir jetzt, dass die Vertragsverlängerung schnell erfolgt. So, was gibt's Neues? Duran ist noch angeschlagen. Internationale Nominierung sind wir hier, wer für die Nationalmannschaft eingeladen war. McGear oder McGuire unterschreibt seinen Vertrag. Auch noch ein Spieler, den wir hier verlängert haben. Poyampalo hat auch verlängert. Berger hat verlängert. Ole Fleck hat um 4 Jahre verlängert. Sutton hat verlängert. Und ja, das ist schön zu sehen. Jonathan Tah haben wir versucht auch zu verhandeln, aber da war noch nichts zu bewegen. Und ich hoffe, dass Ronny Marcus noch unterschreibt. Tja, es ist jetzt natürlich die Frage, Ronny Marcus, ist er jetzt gierig geworden? Ich weiß es nicht. Gehaltskürzung bei Abstieg. Machen wir 200.000 da. Also 5 Millionen ist jetzt das Maximale, was ich gehe. Ich hoffe, das reicht ihm jetzt. Also ich hoffe, der stimmt jetzt zu. Ja, das ist jetzt eine ganz brisante Nummer hier mit Ronny Marcus. Also 40% sind wir jetzt sogar drüber gegangen über seine früheren Bezüge. Und er scheint einen gewieften Berater zu haben hier. Die versuchen wirklich das Optimum rauszuholen. Ich meine, verdient hat das, aber mir wird es langsam ein bisschen ungemütlich. Ne? Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Jetzt haben wir ihm schon eine Million Euro Handgeld geboten. Wir sind sehr weit nach oben gegangen, was das Grundgehalt betrifft. 3 Jahre wollte er, das haben wir gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch mitgehen soll. Ich weiß jetzt echt nicht. Nachteile ihres Vereins. Vorteile ihres Vereins. Großvertrauen im Manager. Gute Stimmung. Junges Team mit Zukunft. Guter Manager. Nachteile. Genervt von der Transferpolitik. Möchte im Ausland spielen. Ja, Freunde. Ich bin jetzt nicht bereit, an die oberste Grenze zu gehen. Und ich mache ihm jetzt noch ein Angebot und damit ist dann vorbei. 5,5 und mehr gibt's nicht. Wenn er das nicht annimmt, dann verkaufe ich ihn. Hier sehen wir es nochmal. Ich hoffe, dass er jetzt nicht
übermütig wird. Also wie gesagt, ich habe ihm jetzt ein gutes Angebot gemacht. 60% sind wir rübergegangen über seine Bezüge und wenn er jetzt nicht mitspielt, dann werde ich ihn wohl verkaufen. Nein, auf die Elf vom Niederrhein, Borussia unser Dreamteam, denn du bist unser Verein. Unser Trainer heißt Lütchen. Und heute haben wir auf diese Spiele. Ja, dritter Spieltag. Wir sind hier nicht das Topspiel, also wir sind nicht für das Topspiel gesetzt, aber wir sind als drittes Topspiel hier gesetzt. Das Haupttopspiel ist Hoffenheim gegen Wolfsburg, der vierte gegen den siebten, dann noch Bremen gegen Freiburg und wir. Und wie nenne ich jetzt diese Folge? Ich nenne sie mal Transferverhandlungen. Weil wir haben jetzt doch einige wichtige Spieler unter Dach und Fach kriegen können. Ist der dritte Spieltag, schreibe ich noch dabei. Aber ich habe das Gefühl, ein wichtiger Spieler wird den Vertrag hier nicht mehr annehmen. Und das wird der gute Ronny Marcos sein. Ich will nochmal in den News gucken, ob man da schon was sehen kann. Ronny Marcos weist Angebot zurück. Das bedeutet für mich, dem Spieler ist hier nicht mehr zu helfen. Wir haben ihn noch bis 2024 unter Vertrag. Dafür müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen, aber es kann sein, dass ich ihn dann zur Winterpause oder zum Ende der Saison auf die Transferliste setze. Schade. Aber noch ist da ja noch nicht alles besprochen. Also ist ein bisschen gierig. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt. Ich will aber nochmal gucken, weil wir haben ihm jetzt ja 5,5 Millionen geboten. Ich will nochmal gucken, was der Kevin Prince Boateng verdient. Der hat hier ein Gehalt von 4,8. Also der wäre sogar noch drunter. Ne? Also ich finde, man muss hier echt die Kirche im Dorf lassen. Ne? Na gut. Aber genau jener Kevin Prince Boateng kommt jetzt heute mit rein. Nijam hat mich jetzt hier nicht überzeugen können. In keinster Weise. Christoph Kramer kommt auch wieder rein. Reno kann spielen. Achso, das war ja aus der zweiten Mannschaft der Gesperrte. Ich habe das jetzt verwechselt. Reno wird spielen. Der hat sich im Moment ganz gut reingekämpft ins Team. Und ich nehme dann aber mal Poyan Palo mit. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl, ich muss das mal machen. Der braucht mal wieder einen Einsatz. Der braucht mal wieder ein Spiel. Und Ole Fleck, hier mit einer 13. Der hätte es sogar verdient, mal von Anfang an zu spielen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich will Ronny Marcos einfach mal zeigen, dass wir auch ich will nicht sagen, auf ihn verzichten können, aber zumindest, dass wir hier ihm zeigen wollen, du kannst uns nicht an der Nase rumführen. Wir gucken uns aber erstmal den Gegner an. Gladbacher hier mit neuen Torwart, mit Thomas Kraft, erfahrener Torwart. Dann haben wir Fabian Johnson, Nationalspieler der USA, auch schon ein bisschen in die Jahre jetzt gekommen. Antonio Rüdiger mit 29 Jahren auch nicht mehr, der allerjüngste, nicht mehr im Nationalteam, war auch noch nicht. Ja, das ist hier, hat es noch nicht geschafft. Dann haben wir einen Spieler, Claude Aselage, ja, kein National, doch, er war mal Nationalspieler, aber belgischer Nationalspieler. Nee, er ist es. Was rede ich denn für eine Scheiße? Er ist im Team. Sorry. Sascha Steinfeld. Ein junger Mann. Rechter Verteidiger. Kann aber auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Nicht schlecht. Gute Werte. Vielleicht mal ein kommender Nationalspieler. Dann haben wir Marius Jung. Auch ein junger Spieler. Auch sehr talentiert.
Granit Xhaka, Thomas Eisfeld, Patrick Herrmann und vorne Kokorin, der neue Mann im Sturm, neben Kachunga, der im Moment der gefährlichste ist, also der gefährlichste Torschütze der Liga. Der kriegt also eine Sonderbewachung. Ich habe mir gerade noch mal überlegt, ich nehme jetzt doch Ronny Marcos rein. Ich will da einfach nicht, ja, ich will jetzt nicht den Fehler machen, da irgendwelche Sachen reinzubekommen, die nicht in Ordnung sind. Jetzt ist wieder alles aufgestellt und ich würde sagen, geh mal rein ins Spiel und ich hoffe, dass Patrick Weihrauch heute endlich mal trifft. Ich hoffe, dass auch vielleicht, wenn Kevin Prinz Boateng reinkommt, er mal wieder für Akzente setzt und Poyampalo sollte er reinkommen auch. Harry Maguire nehme ich wieder mit und ja, so geh mal rein ins Spiel. Viel Glück, viel Spaß, viel Freude. Ja, herzlich willkommen hier im Stadion, im Ostseestadion. Und ja, da müssen wir auch demnächst nochmal irgendwas zaubern. Aber da ist Patrick Weihrauch mit seinem ersten Schussversuch. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wie gesagt, wir müssen an der Mannschaft noch arbeiten. Ihr habt es gerade gesehen mit der Vertragsverhandlung von Ronny Marcos, wie schwer die sich gestalten. Natürlich haben die Spieler jetzt andere Ansprüche, ist doch klar. Die wollen nochmal richtig Geld absahnen. Ich habe aber Zeit, ich kann da gelassen bleiben bei Ronny Marcos. Er hat ja noch Vertrag bis 24. Das war jetzt der erste Versuch, ihm was anzubieten. Andere haben es genutzt. Einige Verträge, Poyampalo hat verlängert, Maguire hat verlängert, Hannesson hat verlängert, Sutton hat verlängert. Wer war es denn noch? Giffaldson hat noch verlängert. Also da haben, und Ole Fleck hat verlängert. Also da haben einige die Chance wahrgenommen, dass ich ihnen was angeboten habe. Insofern bleibt die Mannschaft erstmal in weiten Teilen zusammen. Mit Dunis Avdija haben wir einen neuen Mann. Ah, das ist Patrick Weihrauch. Ah, schade. Mit Dunis Avdija haben wir einen neuen Königstransfer gelandet diese Saison. Das hat uns viel Geld gekostet. 25 Millionen. Aber insgesamt bin ich erstmal zufrieden. In der zweiten Mannschaft wurden auch einige Verträge schon bereits verlängert. Also, wir sind dabei, weiterhin am FC Hansa Rostock zu arbeiten. Und irgendwann muss auch mal das Stadion mal erneuert werden. Ob ich jetzt auf lange Sicht weiterhin hier bleibe, ist auch nochmal die Frage. Ich werde in dieser Folge nochmal gucken, wie lange mein Vertrag geht. Und ich werde gucken, ob mir interessante Angebote für die nächste Saison vorliegen. Ah, schade. Da hat nur einen Meter gefehlt für Patrick Weihrauch. Ich habe heute habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, heute trifft er. Hansa Rostock ist mir ans Herz gewachsen, ganz klar. Aber in diesem Let's Play könnte ich mir auch mal vorstellen, einen anderen Verein mal neu zu strukturieren, neu aufzubauen. So wie ich es hier bei Hansa gemacht habe. Alles ist mir bei Hansa noch nicht gelungen. Wie gesagt, der Stadionausbau liegt mir noch am Herzen. Und dieses Jahr ist erstmal die Verteidigung der Meisterschaft und der Champions League angesagt. Und dass wir weiterhin internationalen Fußball hier spielen in
in Rostock und dass wir eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben. Das sind so die Ziele, die wir haben, und finanziell natürlich auch immer so ein bisschen die Konsolidierung im Auge haben. Das sind so meine Pläne. Bis jetzt ist das alles ganz gut gelaufen. Das ist übrigens was, was mir viel, viel schöner gefällt wie bei FIFA. Also FIFA ist, ich habe ja jetzt nun schon viele Jahre FIFA gespielt, aber es kommt, der Fußballmanager, selbst wenn er jetzt schon alt ist, ist einfach, kann man mit nichts vergleichen. Kann man mit nichts vergleichen. Und sollte einer von EA mal hier reingucken, Leute, holt den Fußballmanager wieder raus, macht ihn neu, macht ihn schick. Und ihr werdet viele Leute haben, die ihn kaufen, ganz klar. Wichtig ist natürlich, dass hier so ein 3D-Spiel erhalten bleibt. Und wichtig ist auch, dass das 3D auch verbessert wird. Aber die Manager-Funktionen, die drumherum sind, die sind ja so, die das Spiel so interessant machen. Ne? Und ich präsentiere euch hier das Manager-Spiel in 3D, und ich weiß, es gibt immer viele, die da sagen, das 3D-Spiel wäre nicht real oder das ist Quatsch. Weder die Sofortberechnung noch die Kommentargeschichte, also wenn das so in einzelnen Kommentaren läuft, noch das 3D-Spiel sind real. Das ist alles nur eine Illusion hier, ne? Und es macht aber Spaß, wenn diese Illusion irgendwo schön rüberkommt. Und deswegen ist so ein 3D-Spiel ganz wichtig. Aber ihr seht ja auch, wir verlieren auch Spiele. Wir haben auch einige Spiele, wo es nur unentschieden läuft. Also das habe ich alles durchgetestet. Da gibt es keine Unterschiede zwischen 3D und Sofortberechnung. Oder ich weiß jetzt nicht, wie das andere da heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, Reno am Ball. Schmitzekatze. Schmitzekatze ist durch. Ach, wenn jetzt die Flanke durchgekommen wäre auf Patrick Weihrauch, das wäre es gewesen. 27 Minuten haben wir jetzt schon rum. Richtig passiert ist eigentlich nichts, ne? Ich hatte mir jetzt durch diese ganzen Vertragsverlängerungen natürlich auch erhofft, dass der ein oder andere Spieler jetzt so ein bisschen Euphorie bekommt, froh ist, dass er wieder einen neuen Vertrag hat, dass die Leistungssteigerung einhergeht, aber ich glaube, Heinze wurde auch verlängert, ne? Aber ich glaube, ich auch. Ich weiß es nicht. Mal gucken nachher. Da war Kachunga gerade auf Hermann, und Hermann ist schnell. Und Tah steht gut. Ja, Tah versuche ich natürlich auch noch zu verlängern. Das sind ganz wichtige Personal hier hinten in unserer Abwehr. War ja auch mal eine Zeit lang, sogar im Meisterschaftsjahr, wo wir Meister geworden sind und das Double gemacht haben, war ja auch die Abwehr mal ein schwieriger Fall für uns. Ne? Patrick Weihrauch schafft's nicht. Mensch, Patrick, lass mich nicht hängen hier. Ich weiß auch, was du kannst. Reno. Schmitzekatz. Schmitze. Schmitze. Ritze. Kitze. Schnitze. Auch ein Urgestein. Hat aber noch lange Vertrag, genau wie Patrick Weihrauch. Ist halt die Frage, ob wir jetzt vielleicht Klotz von CF Barcelona holen hier nach uns und Patrick Weihrauch unter Druck setzen. Dazu müssten wir aber einige Spieler verkaufen, weil wir im Moment die finanziellen Mittel dazu nicht haben. Oder ob Patrick echt nochmal zurückfindet in die alte Spur. Im Moment tut er sich sehr, sehr schwer. Er ist unser bester Torschütze ever, und ich will ihn auch nicht verlieren. Da ist er. Am Ball gewesen. Reno. Schade. Ja, vielleicht muss ich mal auf die Bank setzen. Vielleicht braucht er mal eine kleine Denkpause, der Patrick. Ich weiß es nicht. Jetzt aber Patrick Herrmann. Abseits. Ja, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Da bist du in der einen Saison noch Torschützenkönig und in der anderen Saison
kriegst du Ladehemmung und es läuft nicht und alles ist in Frage gestellt. Aber ich halte zu Patrick Weihrauch, weil ich habe ihn auch schon mal in so einer schwierigen Zeit geholfen und dann kam er wie Phönix aus der Asche. Das habe ich ihm nicht vergessen. Bender. After Jai. Auf Reno. Es fällt jetzt am Ball, aber Tar ist da. Wie ihr seht, die Gladbacher sind hier im neuen Trikot von der Saison 2016-17, also der aktuellen realen Saison. Das habe ich euch hier mit reingebastelt in das Let's Play. Ja, keine schöne erste Halbzeit, wenig Chancen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal den Einsatz erhöhen. Ist ja so, wenn du an einen Torjäger glaubst, so wie ich das mache, dann kannst du ihn nicht einfach rausnehmen und es geht nicht. Er braucht Spiele, er braucht die Chancen und wenn er ein Tor macht, dann weiß ich, dann ist er wieder da. After Jai. Schmitz. Bender. Und das ist leider abseits. Aber man sieht auch, wenn er die Tore nicht macht, dann fehlt uns was, ne? Das ist eine schwierige Situation, Leute. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir wollen ja auch wieder um die Meisterschaft mitkämpfen. Das dürfen wir nicht außer Augen verlieren, ne? Aus den Augen verlieren. Aber so eine Verteidigung der Meisterschaft ist natürlich auch ein schweres... Los, was man da gezogen hat. Dann sind wir auf allen Veranstaltungen. DFB-Pokal, Champions League und die Deutsche Meisterschaft. Kachunga, aufpassen! Tar ist da. Hannessen auf Borswick. Weihrauch auf Schmitzkatz. Schmitze, nochmal zurück auf Bender. Das ist abseits. So, wir werden einwechseln jetzt. Aber wen? Tja, ist gar nicht so einfach, ne? Ich will Patrick noch nicht rausnehmen. Ich will ihn noch nicht rausnehmen. Ich will mal den After Jai auf rechts stellen, um Kevin Prince Boateng mal vorne rein. Probieren wir es mal. Oh, jetzt gefährliche Chance für Gladbach. Aber Vlachy Dimos ist da. Ja, ich finde, wir haben uns bis jetzt noch nicht so richtig meisterlich gezeigt. Beim Supercup, da war es noch so, da war die Saison noch sehr früh gegen Schalke. Und dann haben wir ja auch im internationalen Supercup gleich eine Klatsche gekriegt. Ne? Und jetzt so in der laufenden Saison, so der Burner sind wir noch nicht. Die Abwehr steht. Und da ist Kevin Prince Boateng. Kann er jetzt besser die Bälle vorne verteilen? Er hat ja viel Erfahrung. Heinze jetzt
aufgerückt. Reno. Ah, und jetzt Patrick Weihrauch. Und das ist leider abseits. Jetzt war er mal durch. Das ist schade, 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 schade. Ich lasse Patrick drinnen und bringe jetzt Poyampalo mal rein. Wie gesagt, ich glaube an Patrick. Viele mögen mir jetzt diese Nibelungentreue vielleicht übel nehmen, ich weiß es nicht. Aber ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin als Trainer, wenn Patrick nicht gewesen wäre. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen verbindet mich da sehr viel mit ihm. Poyampalo. Schön jetzt auf Ronny Markus, der ist weit aufgerückt. Weihrauch, nochmal Ronny Markus, Ronny Markus. Kommt da durch der Ronny Markus? Nein. So, wir wechseln nochmal aus. Ich bringe jetzt nochmal Julian Neu. So, jetzt haben wir nochmal ein paar frische Kräfte drin. Ich hoffe, dass sie nochmal die letzten 20 Minuten hier Gas geben. Das gibt Gelb für... Chaka. Ja, auch jetzt schon etwas älter, aber immer noch ein Highsporn. Und ihr seht, wie ich mich da aufrege. So, die Gladbacher wechseln auch aus. Felix Bastian kommt für Fabian Johnson, aber jetzt der Freischuss von Maros. Auf Kevin Prince Boateng. Schade, die Idee war gut. Er wollte auf Poyampalo verlängern mit dem Kopf. Ja, Boateng treibt das Spiel jetzt ein bisschen mehr nach vorne. Das ist schon mal gut. Aftejai. Boateng. Okay, au, oh, das war nicht schlecht. Kevin Prince Boateng. Ja, er hat's noch drauf. Er hat's noch drauf. Er hat's noch drauf. Ist ja unser Kapitän. Jai war ein böses Foul, was er da gemacht hat. Kann er mit Gelb zufrieden sein. Ja, die Karten häufen sich bei ihm. Ich glaube, das wird auch bei ihm so ein bisschen in der Saison das Problem sein, dass er da auch mal auf die Bank muss. Besser auf die Tribüne und mal draußen zugucken muss. Und dann ist die Chance für Kevin Prince Boateng da. Und Nietzscham ist für mich im Moment nur die Nummer 3 im Mittelfeld. Da kann es auch sein, dass wir echt nochmal nachbessern. Müssen. Schön jetzt auf Weihrauch. Weihrauch legt nochmal zurück auf Bender. Wir kommen nicht durch. Die Gladbacher haben sich gut hinten reingestellt. Machen die freien Räume zu. Uwe Bech kommt für Kachunga. Kachunga war jetzt heute nicht in Bestform. Bitte schön, ist Uwe Bech. Den will ich mir mal angucken. ...29 Jahre. Dänischer Nationalspieler. Okay. Kleiner, wuseliger Stürmer.
Patrick, Mensch, komm, erlöse uns. Das war doch immer deine Stärke, in der letzten Minute noch ein Tor zu erzielen oder so. Mensch, wir brauchen deine alte Stärke. Alexander Wolf kommt für Granit Xhaka. Ganz, ganz schwierig zu spielen heute. Butter kriegt auch keine richtigen Chancen, ne? Und jetzt Hofebech. Aber Tah steht sehr, sehr gut. Also Tah fehlerlos hinten. Jetzt vielleicht nochmal eine Konterchance für uns. Julian Neu, Kevin Prinz. Nochmal auf Julian. Auf Patrick Weihrauch, aber da ist der Ball schon wieder weg. Er wird sehr gut markiert. Jetzt vielleicht nochmal. Poyampalo. Fehlpass. Ja, da läuft nicht viel zusammen im Moment im Sturm. Das merken die Gegner natürlich auch. Hinten können wir noch gut stehen, aber vorne ist Grotte. After Jai. Und da ist das Spiel vorbei. Wir sehen ein müdes 0:0. Ja, bis gleich im Nachbericht. Wir haben auf Deutsch gesagt ein Sturmproblem. Patrick Weihrauch hat sich jetzt zwar etwas verbessert noch zum Ende des Spiels. Dunis Aftejai heute ja nicht das gebracht, was wir von ihm zuletzt gesehen haben. Ja, Jonathan Tah war bester Spieler. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Bayern München gewinnt 1:0 gegen Mainz. Wir spielen 0:0 gegen Gladbach, Schalke gewinnt 2:0 gegen Frankfurt, Bremen verliert 1:2 zu Hause gegen Freiburg, Braunschweig verliert 0:4 gegen Leverkusen, Stuttgart spielt 2:2 zu Hause gegen Hannover, Nürnberg kann zu Hause 2:1 gegen Düsseldorf gewinnen, Hoffenheim gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg und der HSV schlägt Borussia Dortmund. Wir haben nach 3 Spieltagen schon eine kuriose Situation. Nürnberg ist Tabellenführer. Hoffenheim, der Aufsteiger, ist Tabellenzweiter. Stuttgart und Schalke auf 3 und 4. Und Gladbach auf 5. Und Bremen fällt runter auf 6. Die Truppe von Freiburg steht eigentlich recht gut wieder da. Dortmund kann auch noch mithalten. Wir sind noch dran, aber wenn wir die Meisterschaft verteidigen wollen, muss jetzt was passieren. Wir haben echt ein Sturmproblem. Bayern München, ja, ersten 3 Punkte eingefahren, das ist schon mal gut. Und im Tabellenkeller Frankfurt, Braunschweig, Mainz, Düsseldorf mit 0 Punkten. Das sieht nach 3 Spieltagen erstmal übel aus, kann sich aber alles noch ändern. Okay, Spieltagsstatistik. Von unserer Mannschaft drin. Und Adam Schalay ist auf 1 vor Robert Putz. Ja. Unser erstes internationales Spiel steht an. Heimspiel zu Hause in Rostock gegen Kiew. Joserbe, habe ich gerade gesehen, verliert gegen Babelsberg. Henrichs schießt die Dortmunder ab. Ist, glaube ich, der neue Mann bei Hamburg. Nee, seit 2012 ist er dort. Der ist schon lange dort. Ist praktisch einer, der aus der Jugend sich nach oben gearbeitet hat. Tja, Tempo war zu lasch, hier steht's nochmal, ne? Und Lehrstunde für Eintracht Braunschweig. Ja, der Saisonstart ist jetzt nicht
nicht mega schlecht, aber wir haben unsere Anlaufschwierigkeiten. Es ist wahrscheinlich auch so diese Motivation, die du brauchst für eine neue Saison, wenn du wenn du so eine Sache verteidigen musst. Das ist nicht einfach, das wissen wir. Gut, dann sage ich erstmal Tschüss und Danke an dieser Stelle und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinem Let's Play. Aber ihr merkt schon, das Jahr nach dem Double ist kein leichtes. Was mich interessieren würde am Schluss, ist halt, ob ihr glaubt, ob wir das nochmal verteidigen können. Und wenn ja, was wir verteidigen können. Ob es die deutsche Meisterschaft ist, ob es das internationale Geschäft ist, also Champions League, ob wir das nochmal verteidigen können. Oder ob wir vielleicht dieses Jahr nur den Pokal holen und unter die ersten vier oder fünf kommen. Also meine Prognose ist im Moment, die ich abgebe, dass wir ein schwieriges Jahr haben werden. Und man sieht es auch am Sturm. Mich würde interessieren, ob ich da reagieren soll, in welcher Art und Weise. Das könnt ihr mir mal reinschreiben. Ich spiele natürlich die Spiele immer etwas vor, das macht aber nichts. Deswegen könnt ihr mir trotzdem Sachen da reinschreiben. Und wichtige Sachen werde ich natürlich versuchen, auch immer umzusetzen. Ne? Okay, in diesem Sinne bleibt mir weiterhin gewogen, euer Smeloni.